So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Nicht wundern, ich tappe kurz raus, um zu schauen. Ja gut, Aufnahme läuft, perfekt. So, wir haben eine Aufgabe. Wir sollen Nazca finden. Denn wir wissen, dass das Mana wohl irgendwie von... Also, dass da zumindest unsere liebe Pia irgendwas mit zu tun hat, beziehungsweise Königin Cassiopeia, die da vorne steht als kleines Mädchen, obwohl sie eigentlich schon erwachsen ist und das Ganze schon Jahrhunderte zurückliegen sollte. Egal, sprechen wir nochmal kurz mit den Leuten und schauen, ob es was Neues zu hören gibt. Nee, das kennen wir schon. Mein Vater hat manchmal von einem verbotenen, in Dunkelheit gehüllten Ort gesprochen. Ich dachte immer, er spricht von der Nimmerburg. Aber vielleicht hat er Herr Nazca gemeint. Das könnte sein. Sagt ihr was Neues? Nein. Er hier vielleicht? Nein. Dann wollen wir mal schauen, ob vielleicht unsere anderen Gefährten noch was Neues zu sagen haben. Und hier vor allem die. Nein, das hatten wir auch schon. Du? Ja, das hatten wir auch schon. Vielleicht die beiden Brüder da hinten. Die Asche wurde aus den drei Königreichen gebannt, aber unsere Arbeit ist noch lange nicht getan. Wir müssen mehr über diesen Zauber herausfinden, den Cassiopeia angewandt hat, der, welcher den Ascheregen ausgelöst hat. Aber dazu müssen wir mit ihr persönlich sprechen. Nur so lässt sich alles aufklären. Als uns die Monster an Deck eingekreist hatten, dachte ich schon, es sei um uns geschehen. Aber dann waren sie plötzlich wieder ganz normal. Das kennen wir doch schon. Ja, gut. Dann? Los, Oliver, reiten wir auf Tenny nach Nazca. Tenny heißt Henry. Der Nebel ist weg. Komm schon, wir müssen los. Aber weißt du überhaupt, wo Nazca ist, Pia? Ja, es ist der Ort mit dem großen Vogelbild. Großes Vogelbild? Du meinst ein großes Bild von einem Vogel? Na klar, Dummerchen, ein großer Vogel, wie Herr Kikeriki. Sag Tenny, dass er uns beim nächsten, beim großen Vogel runterlassen soll, Oliver. Kikeriki, das ist dieser Gallus, oder? Woher weiß sie denn so viel über den? Aber darüber können wir uns später den Kopf zerbrechen. Jetzt müssen wir Nazca finden, Olli. Und das heißt Vogelbilder suchen. Okay, fliegen wir mit... eine Tengri, nicht mal Tenri Tengri. Vielleicht finden wir dann den Ort, von dem Pia erzählt hat. Jo. Da wollen wir doch jetzt mal schauen. Ah, okay, wir haben sogar... Ach nee, ich wollte doch nicht wieder in den, auf den eisernen Drachen fliegen, verdammt. So. Also großes Vogelbild, große Vogelbilder. Dann eben so. Wo ist denn das auf der... Da hinten, okay. Ich glaube, ich schaue kurz noch mal nach, ob es irgendwo Nebenquests jetzt gibt. Man kann das ja mal wieder überprüfen. Denn wenn es neue Nebenquests gibt, dann haben wir ja auch wieder was Neues zu tun und können uns die letzten Stempelchen verdienen. Moment mal, das ist der Waffenhorst. Der Auftragsexpress ist da hinten. So, hier wird was Neues. Naha! Eine Wache in Katzbuckel hat etwas Wichtiges verloren und ist deswegen ganz geknickt. Alter, gibt's da für Stempel. Ein Kuwai, die Künstler, hat Probleme damit, mein neuestes Werk fertigzustellen. Die Currybude Raj Mahal läuft gut und doch scheint ihrem Besitzer etwas Sorgen zu bereiten. Ein Mann in Schweinfurt hat große Probleme damit, wach zu bleiben. Wir haben Nebenquests. Hier wird vielleicht Monsterjagden? Nö. Belohnungen. Aber wir haben noch drei Stempelkarten.
billige Tricks hätte ich gerne. Aber gut. Das heißt, erstmal müssen wir hier schauen, was denn mit den Leuten nicht stimmt. Einer ist beim Katzenkorb. Ach, ist da drin, okay. Ach, der Künstler, klar. Der war da ja. Was stimmt denn nicht mit dir, Junge? Es hat keinen Zweck. Ohne ein Modell, das mir als Inspiration dient, werde ich es nie zu Ende bringen. Was ist denn? Das Bild, das ich gerade male. Es will mir einfach nicht gelingen, so sehr ich mich auch bemühe. Der Quell meiner künstlerischen Vision ist versiegt. Ach, tatsächlich? Was für eine Art Bild ist es denn? Es ist eine Studie der ungestümen und anmutigen Schönheit eines jungen Mädchens, das so wild ist wie die Hügel und Wälder unseres herrlichen Landes. Aber es scheint mir nicht gegeben, ein klares Bild von ihr von meinem geistigen Auge heraufzubeschwören. Dieses Werk erfordert die rohe Klarheit des Realen. Wenn ich nur ein passendes Modell finden könnte, wäre ich vielleicht in der Lage, die Magie einzufangen, die ich anstrebe. Das klingt nach einem richtig prima Bild. Ich würde es echt gern sehen, wenn es fertig ist. Wirklich? Vielleicht kannst du mir dann helfen, es fertigzustellen. Kannst du ein Modell für mich auftreiben, das meine Vision verkörpert und es zu mir bringen? Okay. Musenjagd heißt also diese Quest. Nicht zu verwechseln mit Busenjagd, das wäre was anderes. Dankeschön, du bist ein wahrer Gönner der schönen Künste. Das Kind, das ich suche, ist ein Mädchen so wild wie die Hügel. Eine Waldbewohnerin vielleicht? Sie hat kurzes Haar und trägt eine Halskette. Eine Waldbewohnerin. Ja. Mit anderen Worten, ich darf jetzt die Welt quasi absuchen, bis ich dieses verdammte Mädchen finde? Was ist das denn? Wollt mich doch verarschen, Jungs. Aber gut, schauen wir, was es sonst noch so an Nebenquests gibt. Es gab da ja auch noch die Currybude da vorne. Mal schauen, was mit dem nicht stimmt. Wahrscheinlich hat er auch irgend so ein Emotionsproblem. Obwohl, wir hatten diese Sache mit den gebrochenen Herzen ja komplett gelöst. Wahrscheinlich ist es was anderes. Puh, noch so viel zu tun. Ich muss mich beeilen. Sie sehen heute wirklich beschäftigt aus. Das bin ich auch. Mein Tikka Mahala ist so beliebt, dass ich fast mehr Bestellungen habe, als ich erfüllen kann. Und seit ich angefangen habe, einen Lieferservice anzubieten, schneien sie aus dem ganzen Land herein. Oh, ist Corona auch hier angekommen und du bietest Lieferservice an, ist ja sehr nett. Okay, der Witz war schlecht. Kann ich sagen, dass ich überrascht wäre, Mann. Dieses Curry ist fast schon verboten gut. Es ist echt fantastisch. Aber wie halten sie es warm, wenn sie es in weit entfernte Gebiete liefern? Man muss es nicht warm halten, Mann. Ich wette, kalt ist es genauso gut wie glühend heiß. Ja, danke, dein Vertrauen in meine Fähigkeiten regt mich dazu an, noch härter zu arbeiten. Es freut mich durchaus, dass mein Curry so beliebt ist, aber das bedeutet auch, dass ich nicht mehr die Zeit habe, alle Bestellungen selbst auszuliefern. Wenn du Zeit hättest, würdest du mir dann vielleicht helfen? Ich habe Bestellungen aus dem ganzen Land erhalten, die ich nie und nimmer alleine ausliefern kann. Ach ja gut, warum nicht? Wieder einmal muss ich dir danken, du bist wirklich mein Retter. Also dann, die erste Lieferung geht an den scharfen Scheich hier in Al-Kuwait. Bitte, ihr müsst sie ihm so schnell wie möglich bringen. Keine Sorge, Mann, überlass das Ollis Lieferservice. Der scharfe Scheich ist hier ja quasi um die Ecke. Ganz im Ernst, hätte er sich auch selber abholen können, der Alte. So, da ist er auch schon. Hier ist Ihre Bestellung, ein Tikka Mahala für den Herrn Scheich. Und nicht einen Moment zu früh. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Seit kurzem kann ich nur noch dieses köstliche Curry essen, alles andere verblasst im Vergleich dazu. Sie essen es jeden Tag? Aber natürlich, es ist die wunderbarste aller Speisen. Ich kann nie genug davon bekommen. Schließlich wird es mit meiner eigenen speziellen Gewürzmischung zubereitet. Wie könnte es da nicht der Gipfel kulinarischer Vorzüglichkeit sein?
Ja, daran erinnere ich mich. Wir haben die bei dir gekauft oder besorgt. Natürlich hast du deinen Teil zu dieser, hast auch du deinen Teil zu seiner Schöpfung beigetragen und jetzt sogar auch noch zu seiner Auslieferung. Ich danke dir. Gern geschehen, Herr Scheich. Danke, dass Sie sich für Raj Mahal entschieden haben. Raj Mahal einfach auch. Raj Mahal. Diese Namensgebung. Was stimmt mit den Leuten nicht? Willkommen zurück. Ich hoffe, die Lieferung ist gut gegangen. Ich wünschte, ich könnte dir eine kleine Pause gönnen, aber es gibt immer noch Kunden, die auf eine Lieferung von köstlichem Curry warten. Wirst du mir noch einmal helfen? Klar, machen wir. Wer steht als nächstes auf der Liste? Die nächste Lieferung ist für die berühmteste Persönlichkeit in ganz Laguna. Laguna, alles klar. Wir sind gleich wieder da. Dika Mahala. Also einmal Laguna. Okay, da hinten. Ach ja, und dann wieder zurück. Und wahrscheinlich gibt es da noch mindestens eine weitere Quest dieser Art. Ich muss hier runter. So, Dickerchen, hier. Hier bitte, eine Portion Tikka Mahala. Ah, den Vorvätern sei Dank, es ist da. Ah, welch bezaubernder Duft, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Der Weg nach Al-Kuwait führt durch eine gefährliche Wüste und jagt mir schreckliche Angst ein. Dieser Lieferdienst ist wahrlich ein Segen. Freut mich zu hören. Ah, aber dem, der dieses unvergessliche Curry schuf, muss ich persönlich gratulieren. Bitte teilt Raj mit, dass ich ihn bald besuchen werde. Geht in Ordnung, das machen wir. Zahlen die eigentlich schon bei der Bestellung oder wie kommt es, dass wir da kein Geld mitnehmen? Naja. So, wo geht es als nächstes hin? Perdida? Man muss nur leider immer durch wirklich diesen ganzen Weg laufen, bis man wieder hier hinkommt. Und ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, in der prallen Sonne einen Milchbrunnen stehen zu haben. Warum zum Henker kann ich nicht von der Stelle aus mit ihm reden, sondern muss um ihn rumlaufen, also hier zu ihm hinlaufen. Willkommen zurück, ich hoffe, die Lieferung ist gut gegangen. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe noch eine Bestellung, die ausgeliefert werden muss. Die nächste ist für jemanden im Reich von Schweinfurt. Okay. Schweinfurt? Mann, oh Mann, die Bestellungen kommen wirklich von weit weg. Für wen genau ist es denn? Mal sehen, nun, verflucht, ich war so beschäftigt, dass meine Notizen ganz durcheinander geraten sind. Ich kann den Namen nicht finden, aber es ist für jemanden, dem ein Laden gehört, der sich rühmt, alle erdenklichen Artikel im Angebot zu haben. Na, das ist nicht gerade hilfreich, oder Mann? Denkst du, dass wir es anhand von diesem wirren Schwachfug zustellen können? Wir müssen eben unser Bestes geben. Also entweder der Schwarzmarkt, die Boutique... Oder der Waffenhorst, aber ich schätze eher Schwarzmarkt oder Boutique, wahrscheinlich sogar die Boutique. Ah, da steht jemand. Es ist der Schwarzmarkt, okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal die Quest, die ist hier noch... Wir holen uns erst am Schwarzmarkt das Zeug ab, holen dann die andere Quest... Ist wirklich alles so nach Schweinen designt. Warum? Warum Schweine? So, entschuldigen Sie, werter Herr, hier ich, Ihr Tikka Mahala. Hier, bitteschön, Lieferung frei Haus. Einmal super scharfes Curry für Sie. Was? Aber du bist doch...
Seit wann arbeitest du denn als Lieferjunge? Raj, der das Curry macht, war ziemlich beschäftigt, also haben wir uns bereit erklärt, ihm zu helfen. Hoho, jetzt verstehe ich. Dann viel Glück. Du wirst viel zu tun haben. Ich habe gehört, dieses Curry hat auf der ganzen Welt Liebhaber. Ich bin sicher, wir kommen klar. Oh, Moment. Schloss öffnen. Was haben wir denn hier? Ein Zauberhämmerstein. Klingt schon mal nach was. Aber gehen wir jetzt erstmal zum anderen Ort, wo wir hier eine Quest annehmen können. Quests sind immer gut. Und wir nehmen natürlich das hier mit. 45 Gulden. Ach nee, Quatsch, eins weiter, da vorne ist er. Ach, das ist er hier. Oh, ich habe schon wieder verschlafen. Das macht 456 Tage hintereinander. Haben Sie denn keinen Wecker? Ich habe mehr Wecker, als ich gebrauchen kann. Das Problem ist, dass keiner so recht seinen Zweck zu erfüllen scheint. Ich habe große Wecker probiert, kleine Wecker, Wecker mit Glocken, Pfeifen, Hämmern. Aber die reißen mich alle nicht aus dem Schlummer. Es gibt da einen, den ich noch nicht versucht habe. Einen Wecker, über den man viel Gutes hört. Ich suche gerade danach. Was für eine Art Wecker ist es denn? Er nennt sich Schlafstörer. Glaub mal, würdest du mir helfen, danach zu suchen? Diese doofe Sucherei macht mich noch ganz fertig. Ich glaube, so einen haben wir. So ist zu tun, großartig. Nun gut, diese ganze Angelegenheit war recht ermüdend. Viel Glück. Der faule Sack fängt bestimmt gleich an zu schnarchen. Ja, scheint, als würde er diesen Wecker recht bald brauchen. Oh, das ist denn der Wecker, der in aller Munde ist. Der scheint dir richtig laut zu klingeln. Sieh nur, Mann, der faule Sack ist mit offenen Augen eingeschlafen. Aufwachen. Wie? Oh, bitte entschuldigt mich. Schlafstörer, dass ich nicht lache. Was für eine Zeitverschwendung. Ich bin wirklich nicht sicher, ob das funktionieren wird. Ich frage mich, ob ich dich um einen weiteren Gefallen bitten könnte. Worum geht es? Wärst du so nett, mir einen Cappuccino zu bringen? Das wäre sehr... Wirst du auch noch dabei haben. Dieser Cappuccino sieht lecker aus, dankeschön. Der sollte mir auf die Sprünge helfen. Ich werde ihn probieren, entschuldigt mich bitte. Oh wow, ich habe mich noch nie so hellwach gefühlt. Toll, nee, toll, scheint funktioniert zu haben. Ah, schon besser. Ich habe mich nie so müde. Zum Kuckuck nochmal, ich habe in meinem Leben schon einige faule Kerle erlebt, aber der hier steckt ihm fast die Krone ins Gesicht. Heißt das nicht eigentlich den Boden aus? Egal. Das ist wirklich seltsam. Wieso bin ich immer noch müde? Was? Die Wirkung hat ja ganz schön schnell nachgelassen. Ich habe mich ja schon öfter schläfrig gefühlt, aber das ist etwas anderes. Ich fühle mich völlig erschöpft. Der Kerl hat ernsthafte Probleme, Mann. Gibt es etwas anderes, das ihn wachhalten könnte? Vielleicht, wenn du einen Vertrauten hättest, der einen Trick wie Weckdienst beherrscht. Alles klar, vielleicht hilft das. Wir bringen ihn ganz schnell so ein Monster. Tu, was du kannst, bitte. Weckdienst, haben wir dafür einen Stein? Oder hier? Tornado, Wasserbombe, Feuerschleuder, Flammenwand, Entladung, Giftkniff, stumpfe Schneide, Nickerchen, falsche Richtung also, Kieselregen, Weckdienst. Mit anderen Worten, ich könnte eigentlich jemandem diesen Stein geben. Verteidigen Kurzschluss. Ja, komm, warum nicht? Gib mir ihm das Ding. Hier, ein Stein für dich. So. Bitte sehr. Hallo, wir haben Ihnen das Monster gebracht, das Sie wollten. Lass mal sehen. Ah ja, sieht nach einem Vertrauten aus, auf den man sich verlassen kann. Denkst
Denkst du, wir könnten das Kerlchen dazu bringen, gleich Wegdienst zu wirken? Oh, hui, ja, ich habe mich noch nie so frisch und munter gefühlt. Meine Müdigkeit ist verflogen. Vielen Dank, du hast so viel für mich getan. Allerdings, das haben wir. Ich habe in meinem Leben schon viele faule Kerle gesehen, aber du bist ein echtes Phänomen. Deine Fee sagt wirklich die lustigsten Sachen. Aber egal, hier ist etwas für deine Mühen. Eine Drachenlanze. Sieben Verdienststempel. Erstmal die Drachenlanze. Hat hier einen Speer. Der hat ja noch gar keine Ausrüstung, hör mal. Hier, nimm mal eine Klinge. Nimm eine Prunkrüstung. Nimm meinetwegen noch ein Draufgängerabzeichen, Junge. Der zielsichere Speer, da ist die Drachenlanze doch um einiges besser. Haha. Das ist doch mal geil. Dann würde ich sagen, reisen wir direkt nach Alkuwait zurück. Danach müssen wir eigentlich noch in... Ja, wir schauen dann erstmal, ob wir dann noch jemandem was bringen sollen. Vielleicht müssen wir ja sogar dann nochmal nach Katzbuckel oder das war's. Weil drei Leuten was bringen, erscheint mir wie eine typische Anzahl. Und nein, Kinder, man sollte nicht so an einer Treppe springen, um nachher runter... Also, man sollte nicht so eine Treppe runterspringen. Denn wenn man dann auf einer Kante landet, dann legt man sich so richtig schön aufs Fressbrett. Und glaubt mir, Kinder, wenn es etwas gibt, was ihr nicht wollt, dann euch mit Karacho aufs Fressbrett legen. Willkommen zurück. Ich hoffe, die Lieferung ist gut gegangen. Schweinfurt ist weit weg von hier. Ohne deine Hilfe hätte ich die Bestellung nie erfüllen können. Du bist wirklich mein Retter. Und ich fürchte, du wirst mir wieder zu Hilfe eilen müssen. Ich habe soeben noch eine Bestellung erhalten. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Natürlich, für wen ist es diesmal? Ich fürchte, ich kann mich nicht an alle Einzelheiten erinnern. Mal sehen, nun, es war für jemanden, der bis auf die Knochen abgemagert ist. Ja, so hat sich der Kunde selbst beschrieben. Ui, klingt, als bräuchte er das Essen wirklich bald. Hoffentlich können wir es ihm rechtzeitig bringen. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass er sich an einem Ort aufhält, dessen Name überaus finster und unheilvoll klingt. Finster und unheilvoll, alles klar, wir sind gleich wieder da. Ist klar, wo das hin muss. Aber wo das hin muss, da gehen wir in der nächsten Folge hin. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik da vielleicht ein Däumchen nach oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Ni no Kuni. Bis dahin, Cheerio.